Blitzlicht, Gewitter und Promis auf dem roten Sofa. Wilsberg sorgt für Riesenandrang im Cineplex. Zur Kinopremiere der Folge Russisches Roulette sind gleich drei große Säle ausverkauft. Ecki, Overbeck und Co. stehen im Rampenlicht. Ich drehe sehr gerne im Antiquariat. Das finde ich irgendwie einen tollen Drehort. Und ansonsten mag ich die Umgebung sehr, wenn wir auf Bauernhöfen oder wenn wir ein bisschen im Wald drehen und so. Weil ich, wie gesagt, so ein Stadtjunge bin und dann freue ich mich immer, wenn ich an der frischen Luft auf dem Land bin. Das ist eine schöne Atmosphäre mit St. Lamberti und den Häusern. Also ich finde den Prinzipalmarkt sehr schön. Aasee, wenn wir am Aasee sind, finde ich auch sehr schön. Domplatz ist immer wieder schön. Unten an der Überwasserkirche, wo das Antiquariat ist. Also eigentlich gibt es gar keine wirklich schlechten Orte, finde ich. Mir fällt jetzt gar nicht so ein schlechter ein. Würden mir in Köln mehr einfallen. Oberbürgermeister Lewe gratuliert den Schauspielern zum tollen Film. Herr Oberbürgermeister, wie gut ist Wilsberg für Münster? Wunderbar für Münster, ist eine tolle Werbung und die Münsteranerinnen und Münsteraner sind richtig stolz darauf. Ein bisschen überspitzt, ganz so sind wir natürlich nicht, aber ist ein tolles Format und hat auch hervorragende Sendequoten. Nur Leonhard Lansing durfte aus Krankheitsgründen nicht nach Münster kommen. Dafür schlägt er sich im Film umso besser. Und ich glaube auch, dass Leonhard Lansing das wirklich toll macht und dass er sich in diese Figur gerne einfindet. Und das, obwohl es diesmal knüppeldick kommt. Menschenhändler, Polizei, Finanzamt, ein Rucksack voller Geld. Alles hat sich gegen Wilsberg verschworen. Doch der lässt sich nicht unterkriegen. Befreit sogar noch Alex aus einer wenig beneidenswerten Lage. Im ZDF beweist er das am Samstag, 14. Februar.